Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zu DSD sein Midnight Figure Feature Star Wars Folge 463. Und ihr seht schon, ein Episode 1 Spielzeug. Ein Electronic Flash Cannon Accessory Set with Super Bright Light. Ja, das kann man auch schon hier so tryen. Ich zeige euch das mal direkt hier. Piu, 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 piu. Ne, geil. Hier ist noch ein Preis dran. Comic Treff hat mal 30, wahrscheinlich noch D-Mark gekostet. Habe ich mitgenommen auf der Power of the Force Con. Da war eine Wühlkiste, habe ich natürlich erst auf dem Heimweg sozusagen, also schmeiß doch weg, gesehen halt beim Rausgehen, da hatten sie halt unten eine Wühlkiste, da waren alles so für 5 Euro Sachen drin. Es gab noch diese anderen Accessory Sets, hier mit den Sauerstoff, keine Ahnung wie man die nennt, Schwimmflossen etc., so ein Zeug halt, ne? Ich glaube so abschießbare Sachen für so Stuntshooter und was weiß ich halt, aber das war jetzt nicht so für mich. Und sonst war da auch nichts mehr drin. Hätte ich mal am ersten Tag geguckt, ne? Aber habe ich natürlich wieder vor lauter Foto- und Filmgier komplett wieder verplant, mal nach Spielzeug zu gucken. Ihr seht, ich fange schon an zu sammeln. Ja, aber das dann, wie gesagt, für einen Fünfer. Ich hätte da gerne natürlich noch so eine Kanone wie auf Jabba's Barken, ne? Die gab es ja auch mal vor Zeiten. Aber ich dachte mir, komm, für einen Fünfer kann man so einen Teil mal mitnehmen. Und ja, ihr habt es ja schon gesehen, es blitzt auch so. Die Frage ist, packe ich es jetzt aus oder nicht? Ja! Ja, komm, wir packen es aus. Weil die möchte ich ja bestimmt irgendwo mal hinstellen. Ich sollte vom Körper wegschneiden. Ne? Hatten wir ja schon mal das Debakel. So, jetzt habe ich da direkt schon wieder irgendwo reingeschnitten. Guck mal, das geht ganz gut. So, haben wir. Also wir hatten Episode 1, ne? Dementsprechend aus dem Jahr 1999. Kleine Batterien sind da noch bei, ne? Und hin und her, ja, ja. Nicht verschlucken und so weiter. Und steht noch drauf, passend zu den 3,75-Inch-Figuren. Das ist schön. Geil wäre natürlich, wenn jetzt hier noch so Comtalk-mäßig Action wäre. Dann könnte ich damit wieder zum Herrn Gorminister gehen. Schöne Grüße auf diesem Wege. Und dann könnten wir da irgendwie noch so Geräusche. Das wäre geil, ne? Aber das könnte man ja auch so machen mit so Elektronikgeräuschen, ne? Ein schöner Stand hier drunter, 1999, Hasbro Incorporated, bla bla bla, ne, hier drunter. Und ja, dann gucken wir jetzt gleich mal, wie die so schwingen kann. Gucken wir uns mal aus der Nähe an. Ne? Also ihr kennt das Spiel. Einmal hier im Kreis herum, damit ihr die einmal schön seht. Ne? Und ja, dann gucken wir uns jetzt die nochmal in den Details ein bisschen genauer an. I love toys. So, da haben wir sie in voller Größe, mal von nahen. Und natürlich müssen wir hier direkt, hier ist der Kippschalter, ne? Selbst der sieht irgendwie gedamaged aus, was aber cool ist. Und das Schöne ist natürlich, dass die ja seit 22 Jahren immer noch funktioniert. Haben wohl nicht so viele ausprobiert, das Ding, ne? Können sie halt schwenken. Gucken wir mal. Diese Aufhängung hier, die finde ich ja sehr interessant. Ne? Das ist ja hier irgendwie so seitlich. Oh geil, guck mal hier, alte Telefonhörerschnur in Miniatur. Auch cool. Kann man das auseinandernehmen? Oh, hier, das klebt sehr. Das hat schon, hier kommen die Weichmacher irgendwie. Das klebt richtig an den Finger hier. Das ist stumpf. Da kann man nicht losmachen, okay. Wir können sie jetzt auch nicht in der Höhe hier irgendwie so machen. Ne? Also die kann wirklich nur rechts, links halt bewegt werden. Beziehungsweise, ich probiere ja wieder aus, ihr kennt das ja. Gut, hier ist ein Rad, was nichts macht. Aber wir sehen hier ein fast vertrautes Zeichen. Ne? Ich hätte ja jetzt gedacht, dass wir es wirklich hier im Winkel irgendwie bewegen können. Ist aber auch nicht so. Hier der Stand nochmal von unten. Ne? Und ja, die Details, das hier, das ist natürlich geil. Das ist jetzt nicht so weich. Ich gucke gerade, was man hier lösen könnte, wenn man hier was umbauen würde. Aber ne, warum? Ist ja super so, ne? Guck mal, tschu, tschu. Ja, Geräusche wären noch cool. Was ist das denn hier? Da hätte ich ja jetzt fast gedacht, hier kommt noch was rein. Dass man hier noch so ein Projektil abschießen kann. War aber nicht bei. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es gerade frisch ausgepackt. Muss man wahrscheinlich extra kaufen. Und dann hätte ich weiß nicht, ob es so ist, ne? Ob hier so ein Federmechanismus drin ist. Ich sehe jetzt nichts. Das wäre aber ganz interessant. Ja, aber okay, hier kommen die Batterien rein, wie wir sehen. Das kann man dann aufschrauben. Ne? Da kommen wahrscheinlich hier so kleine Knopfzellen rein.
Aha, hier können wir noch was drehen. Da tut sich jetzt auch nicht viel mehr. Aha, das ist dann wahrscheinlich mehr hier das Zieldings. Kimo und Korn. Irgendwie. Wir dann hier vernünftig zielen können und tschung, und wieder schießen können. Was ist das denn hier noch? Ah! Guck mal hier. Hier unten. Ich pack das mal zur Seite hier da. Hier ist doch. Ja. Guck mal, das geht hier runter. Hier an dem Rohr. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Na, hier. Da. Und das ist genau hier, fügt sich genau hier hin, wo dieses Loch ist. Also kommt hier auf jeden Fall ein Federprojektil rein, was man noch abfeuern kann. Leider ist das hierbei nicht enthalten. Das finde ich ein bisschen blöd. Jetzt wollen sich andere E1-Dinger suchen, wo so ein Projektil ist. Ne? Ja, und wie gesagt, diese Aufhängung hier. Das ist echt merkwürdig. Ja, das ist hier drauf. Oh. Ja, auch schön. So, hier haben wir jetzt einen neuen Roboter. Ein Roboter. Können wir für irgendwas nehmen. Das kann er hier rumlasern. Das kann man hier auch noch abmachen und so. Gut, aber das ist jetzt... Ja, kann ich euch nochmal so zeigen. Ja gut, in der Hand geben kannst du die natürlich keinem. Könntest du sie auch noch so hinstellen. Aber, wie gesagt, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das hier halt. Was soll das denn darstellen? Sag mir das mal bitte einer. Dieses hier, ne... Oh, es löst sich immer mehr. Gleich habe ich es ganz auseinandergebaut. Geil. Vielleicht finden wir ja noch ein Geschoss. Aber ich glaube nicht. Ja gut, dann haben wir es mal in die Einzelteile zerlegt. Auch nicht schlecht. Aber jetzt lassen wir es auch. So, jetzt setze ich das wieder hier drauf. Und, ja. Den Stand sozusagen, der wird hier zwischengehalten. Achso, ich dachte gerade schon, hier wären die Pucks verschwunden. Aber der ist ja hier eine Etage weiter. Komm ran hier. Was ist denn los hier schon wieder? Use the force. So. Ja, wie gesagt, wir können sie dann so bewegen. Hier so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß hier auch noch nicht, wie eine Figur dran stehen soll, ne? Das kann man nicht bewegen. Was ist das hier? Ich dachte, hier wäre jetzt auch noch ein Knöpfchen oder so. Nee. Jetzt ist aber ein bisschen schief hier drin irgendwie. Ich weiß auch nicht. Guck mal. Das sieht nicht so gerade aus. Hat ein bisschen Seitenlage. Ja gut, die Figur steht dann hier so dran, aber die sind ja auch nur so groß. Ja, aber ich finde es trotzdem toll. Ist halt ein schönes Gadget wieder, wie gesagt, für einen Fünfer kann man das auch mal mitnehmen. Am Trödel hätte ich natürlich nicht 5 Euro für bezahlt, aber es ist schön, es gefällt dem DSD und von daher freut euch mit mir. So, dann übergebe ich mich mal wieder zum Schlusswort, ne? So. Während ich gerade die Kamera ausmachen wollte, ne, zum Schlusswort, was liegt hier rum, habe ich gerade gar nicht gesehen, weil ich die Kamera vor der Birne habe, ne, vor meinem Gesicht und das gar nicht gesehen habe. Hier haben wir doch das Geschütz. Also kann ich euch das auch noch mal kurz zeigen hier. Einen Moment, ich mach mal die Cam ein wenig höher wieder. So. Das hätte mich ja jetzt auch sehr gewundert, aber ich schwöre euch, ich habe das gerade nicht gesehen in der Packung. Ich weiß auch nicht, ob das hier schon drin war. Ne, noch tiefer geht es nicht. Also es ist wirklich nur bis hierhin. Wie gesagt, hier ist der Auslöser. Und ja, dann wollen wir noch mal gucken, wie das schießt. Ne? Hauptsache es damaged mir die Kamera jetzt nicht. So. Achso, ich muss es ja auch zurückziehen. Und nicht vorwärts. Okay. Also ihr habt gesehen, man kann damit schießen. Was ist es? Ein Detonator? Weiß ich nicht, aber cool. Und es ist wieder so geil, dass ich jedes Mal, wenn ich euch was zeige, erst im Laufe des Videos dann irgendwie die Gadgets finde. Komm, einmal schießen wir noch ab. Na gut, das ist mittlerweile ein bisschen stärker, aber reicht ja auch. Dann fliegen die Sachen nicht so weit, ne? So, jetzt aber zum Schlusswort. Ja, eine schöne Laserkanone. Wie gesagt, könnte man ja auch umpainten oder so, wenn es einem jetzt so nicht genau passt, ne? Aber ich finde die schon ganz, ganz cool. Interessant halt hier, diese Aufhängung halt, ne? Und ja, ein schönes Teil wollte ich mit euch mal geteilt haben wieder, ne? Damit ihr euch auch so erfreuen könnt, wie ich immer an jedem Scheiß an Plastik, an kriegt der Sterne Spielzeug und so weiter. Ja, nächste Con dann, da muss ich mir dann mal eine Stunde Zeit nehmen und einfach mal nach Spielzeug gucken. Aber es ist halt, es geht halt nicht, weil... Da fotografiere ich geile Cosplays, ne? Geile Truppen irgendwie in Rüstung und so und sehe im Augenwinkel schon wieder in drei Richtungen schon wieder andere herlaufen und zack, während ich da noch filme, renne ich da schon wieder hin und so. Aber das macht halt Spaß, ne? Das bockt sich halt, weil
es ist halt geil, es ist halt alles wie echt, ne? Und so weiter. Also behaltet euch den Spaß an der Sache bei. Bleibt gesund wie immer. Peace and Justice gesagt. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Peace and Justice gesagt. Die ist dieser Midnight Finger Feature. Ich bin raus. So, Feierabend gesagt. Pew, 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 pew.